Ich schon wieder, mein Lieber, und es geht schon wieder um Merkel. Eben gerade vor ein paar Stunden haben sie sich noch so ein bisschen gelobt, weil ich betrachtet auch zu Unrecht, komme ich gleich nochmal zu. Und nun möchte die Bundeskanzlerin unsere Auslandsreisen verbieten. Es geht da nicht nur um Mallorca, sondern Auslandsreisen sollen komplett verboten werden. Kommen wir nochmal ganz kurz zu der Geschichte mit der Osterruhe, die Merkel nun gekippt hat. Ich habe in meinem Video vorhin vergessen, den eigentlichen Grund dafür zu benennen. Der ist natürlich folgender. Die CDU stand noch vor ein paar Wochen auf 40%, fast 40% und nun auf 26%. Sie hat also 14% verloren. Das ist der wahre Grund dafür, dass Merkel nun zurückgeht. Ist. Ein weiterer Grund kann sein, das schrieb ein Leser bei mir auf 1984, sie möchte nun als die fähige Managerin dastehen, die fähige Corona-Managerin, die einen Fehler erkennt und ihn wieder zurücknimmt. Und es gibt noch einen wichtigen Aspekt. Viele haben sich zu Ostern Lockerungen gewünscht. Die kommen nicht. Stattdessen hat man vorher nochmal angezogen, um das dann wieder zu revidieren, damit es nicht so auffällt, dass sich im Grunde überhaupt nichts ändert. Und nun lassen wir zum nächsten Skandal kommen, zu den Auslandsreisen. Merkel hat die Bundesjustizministerin, die heißt Christine Lambrecht, ist von der SPD beauftragt, Auslandsreisen zu überprüfen. Merkel sagt, kann nicht sein, dass man sich nicht 15 Kilometer vom Wohnort entfernen soll, aber 1500 Kilometer weit fliegen darf. Da hat sie sogar nicht ganz Unrecht, aber der Skandal ist ja nicht, dass wir 1500 Kilometer weit wegfliegen dürfen, sondern der Skandal ist, dass wir uns nicht weiter als 15 Kilometer von unserem Wohnort entfernen sollen. Das Verbot soll, wie gesagt, nicht nur für Mallorca gelten, sondern für alle beliebten Urlaubsreiseziele der Deutschen, und zwar solange die sogenannte Pandemie noch laufen wird. Ich bin ja mit dem König der deutschen Verschwörungstheoretiker Oliver Jarnig befreundet, und der hat genau das schon vor Jahren angekündigt. Ich habe immer gesagt, ach Olli, ist doch Quatsch, wird nie kommen. Tja, Olli, hast recht behalten. Und glaub mal ja nicht, dass das Ganze ein Alleingang von der Merkel wäre, wieder einmal. Oh nein, weit gefehlt. Alle, außer selbstverständlich die AfD, sind dabei. So sagt zum Beispiel die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, die Entscheidung, Mallorca wieder für Reisen freizugeben, ist falsch. Daniel Günther, das ist der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, sagt, ich kann nicht nachvollziehen, weshalb die Bundesregierung einen Urlaub auf Mallorca für sicherer hält als ein Ostseewochenende mit Testpflicht in einer Ferienwohnung an der Nord- und Ostsee. Ja, nochmal, darum geht es nicht. Es geht darum, dass alles freigegeben werden muss. Es sind Dutzende Politiker der Altparteien, die ins gleiche Horn stoßen. Nur noch einer sei genannt, Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD, der sagt, es ist nicht gut, dass jetzt in dieser Situation solche Urlaubsreisen stattfinden. Ja, welche Situation denn? Aber gut, da drehen wir uns im Kreis. Mit dieser Diskussion müssen wir diesen Leuten ja gar nicht kommen. Ich bin geschichtlich relativ gut bewandert, und ich kann mich an keinen vergleichbaren Fall erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Deutschen jemals vorher eingesperrt wurden. Sie werden zu Hause eingesperrt und sie werden im eigenen Land eingesperrt. Es ist der absolute Wahnsinn. Hau die rein, macht weiter und bis später.